Okay, Jungs. Heute geht's um meine Lieblingsdisziplin. Und das sind nämlich Zweikämpfe. Der Gegner muss sich wirklich alles hart erkämpfen. Macht ihm das. Ja, aber leider noch trotzdem Auswechselspieler. Zu Hause gegen Swansea. Swansea. Ich glaube, ich spiele mal wieder alleine. Hätte ich echt Lust dazu. Ja, mit Hunter spielen. 4-3-3 ist nicht so gut, ne? Deswegen spielt ja auch Alex im Sturm. Ey, Tottenham hat letztes Spiel verloren. Wir hätten, wenn wir gewonnen hätten, wären wir Erster gewesen. Schade, schade, schade. Die letzte halbe Stunde läuft und es wird einen Wechsel geben. Alex Hunter wird die letzte Aktion. Man City scheint das hier nicht zu und die zwei Vorlagen bei der letzten Aktion. Und dann schauen wir mal, wie Hunter ins Spiel kommt. Ist der hier mit ihm ja noch mal mehr in der Offensive. Ein Automatikgetriebe oder was? Wie viel Minute? Achso. Jetzt De Bruyne. Alex Hunter. Pass auf die Außenbahn. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Zabanu. Fernando. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt die Flanke. Den Ball. Abwehr hat aufgepasst. Alex Hunter. Flanke abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Ah, Mist. Sehr gut aufgepasst. Sehr gut, Son. Montero. Sehr schön. Es gibt hier Einwurf. Wird das eine Torchance? Montero. Abgefangen, gut gemacht. Fernando. Man City will jetzt wechseln. Da trennt er ihn vom Ball. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ey, ich lauf mich doch so gut frei, ey, das spielt nicht. Ich hab nicht gefragt. Das Foul zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Wird's jetzt gefährlich? Wie steht's überhaupt? Ich hab gar nicht gespielt. Ich wüsste nicht, ah, 1-1. Sehr gut, so. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Er entscheidet schnell und richtig. Was war das denn? Das macht er gut. Er spielt den Pass zurück. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Sie haben den Ball. King Song-Yong. Jetzt müssen Sie aufpassen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gute Aktion hier. Das sind ja alle vorne. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Und er schießt. Den Ball hält er gut. Gut reagiert vom Torhüter. So verhindert er den Rückstand. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Kompanie. Alex Hunter. Guter Einsatz, er hat den Ball. Sigurdsson. Defensiv machen sie es gut. Werner. Und den spielt er gleich wieder zurück. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus.
4 Minuten bleiben hier noch. Vorne damit. Nur Klischee. Warum bleibt er da stehen, ja? Fernando. Philipp Bernard. Den Ball spielt er raus. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ich stand da frei, ey. Heute gibt es keinen Sieger. Endstand 1-1. Da gehen die Wahrscheinlichkeit wieder runter, dass ich eingesetzt werde. So. Wie sieht's aus? Wie geht's weiter? Mann, wir haben zu Hause gespielt, ne? Das ist echt scheiße, Mann. So, in Bournemouth spielen wir. Okay. Wahrscheinlich wieder nur Service-Rolle. Jetzt kommt er rein, Alexander, immerhin, 10 Minuten bleiben ihm noch. Das Spiel hier müsste Man City eigentlich gewinnen. Sie liegen klar vorne. Ein Tor machen. Und vielleicht macht Hunter ein Tor auch noch eins. Zumindest bisher klappt bei ihm ja fast alles. Wieder für Gündogan rein. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Di Maria jetzt in der Offensive. Da trennt er ihn vom Ball. Fernando. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Ah, oh Mann, ey, wieder da knapp. Da holte sich die Flanke, das war wichtig, sonst wäre es gefährlich geworden. Schade, da wäre mehr drin gewesen, aber den Ball spielt er nicht gut rein. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Di Maria. Abseits. Schöner Pass. Aguero versucht. Kein Abseits. Und da haben wir es, das Tor. Er macht sein zweites Tor heute, ganz starke Leistung. Ja, wir haben den Ball wieder eingeleitet. Aber leider keine Vorlage. Ja, Tor. Achso, wir führen schon 5-1, okay. Heute. 5-1 jetzt und wer weiß, ob das schon Zeit alles ist mal wieder nicht da, ne? Ja, man kann sich fast festlegen. Das Ding dürfte durch sein und damit sind sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Absolut kein Zweifel, Wolf. Das war bis hierhin eine gute, eine wirklich überlegene Leistung. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Alex Hunter. Jetzt geht vielleicht was für Man City. De Bruyne. Heute klappt das Passspiel. Sehr schöner Schuss, sehr schön. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Jetzt vielleicht mal Alexander.
Nicht gut vom Verteidiger. Mist, ey. Jetzt pfeift er wieder direkt ab. Warum nimmt der den Ball nicht? Goslin. Arthur. Egal. Wir haben gewonnen. Oh, das ist die Hauptsache. Der Schlusspfiff. So, weiter. Wie sieht die Tabelle aus? Was sagt die Tabelle? Achso, wieder FA Cup. Ja. Aber nicht wieder eingesetzt werden. Wer ist das denn? Tja, wer wohl? Was gibt's, Michael? Super, Alex Hunter. Und die Legende? Hey Jim, wie geht's? Wir arbeiten. Ah, gut, eine kleine Leistungsanalyse. Es wird nicht lange dauern. Sowas gab's früher nicht, hey Jim? Sind die cool? Welcher ist dein Favorit? Okay, wir können unsere Schuhe aussuchen. Schwarz, der hat eigentlich jeder. Aber wir können hier andere Modelle. Ah, ne, das sind andere Ansichten. Ich nehme weiß. Weiß sieht viel besser aus. Die sehen gut aus. Sauber. Und Adidas will, dass du sie trägst. Was hältst du davon? Hammergeil. Schon mal diese Schuhe getragen, Alex? Nein, aber alle anderen haben die an. Probier sie doch aus. Wenn sie dir gefallen, ist das ein netter Bonus. Schließlich der Opa, der hat gar keinen Bock auf den. Also schön. Ich sehe, ihr seid busy. Ich mach mich mal vom Acker. Ja, ich bring sie raus. Ich will einfach nur nichts mehr mit nichts mit ihm zu tun haben. Wuchtiger, zielstrebiger Stürmer. Mutig wie ein Löwe, eiskalter Knipser. 22 Tore 1968-69, wow. Top-Zustand. Hab ich gegen alle Karten eingetauscht, mit 8. Ich wollte ein Autogramm von Ihnen, aber nehmen Sie sie. Wow. Danke. Hey. Und weg ist er. Der ist okay, ha? Huh? Ja, alles klar, steck das ein. Wir gucken die DVD zu Ende. Komm hier. Schau. Das, was ich dir vorher gesagt habe. Ach, hau ab. Da. So. Freies Training wieder, ne? Tabelle. Okay. Tottenham hat wieder gewonnen. City. Ja. Warum achte ich ja? Wir hatten noch davor ein Spiel gehabt. Keine Ahnung, wie das da abgeht. Was für klasse Schuhglückwunsch zum ersten Sponsorendeal. Ist Alexander. City holt sich den Sieg und einer der Hauptgründe ist die Leistung. Ja, zählt. Wow. Komm, laber nicht so viel. Neu! Ich muss da wieder hinzufügen. Machen wir das noch. Ja, oder das ist wichtiger. Da muss die 60er-Wertung noch weg. Die muss hoch. So, was haben wir hier? Oh, der Antritt muss viel mehr werden. Machen wir das hier. Achso, das hatten wir schon. Ich
mache das. Gut. Dann mal los. Großer Tag für dich morgen. Pff, ist bloß ein Pokalspiel. Hey, das ist nicht einfach nur ein Pokalspiel des FA Cup. Das ist der härteste Pokalwettbewerb der Welt. Schreib dir das hinter die Ohren. Hey, mach dir nichts draus. Das ist der einzige Titel, der ihm fehlt. Er mag es nicht zugeben. Aber es wurmt ihn trotz seiner glänzenden Karriere gewaltig. Also geh da raus und gib dein Bestes. Nacht, Junge. So Leute, wir sind Auswechselspieler gegen Tottenham. Das ist die Liga und wir könnten quasi die Plätze tauschen, wenn wir gewinnen würden. Ich weiß nicht, ob ich mit Team spielen soll oder mit Alex wieder. Aber das ist ja nur ein paar Minuten dann wieder, ne? Achso, ne, simulieren. Achso, noch nicht mal Auswechselspieler sind wir gewesen, okay. Wir haben verloren.